Repariert. Ah, ne, so wirklich toll, er kann weg. Also ja, wir sollten das in Silvercove kurz machen, weil sowas übersieht man ja doch ganz gerne. Und immer aufs Datum achten ist ein bisschen doof. Also springen wir jetzt nach Silvercove, obwohl ich eigentlich dachte, ich hätte hier irgendwas vorgehabt, aber ich weiß nicht mehr was. Und hier liegen komischerweise ganz viele tote Menschen rum. Du. Nee, du. Entschuldigung. So. Es ist sehr makaber, durch leere Straßen zu gehen. Haben wir noch mehr Rüstung zu verkaufen? Ja. Wie geht's? Wie geht's? Ganz gut. Wir haben gerade die ganze Bevölkerung ausgelöscht. Ist demnächst. Hufeisen? Nein. Ein Waffenhändler wäre noch ganz schick. Und wir müssen eh ein paar Tage hier irgendwo übernachten. Weg, 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 weg. Kitsch, kitsch. Beeilung, ich habe nicht den ganzen Tag. So. 120.000 Gold. Sehr schön. Basisgilde des Lichts? Nö, denke. Taverne bin ich eben gerade vorbeigetappert, das weiß ich. Also, wir können einfach so rasten. Und dann werden unsere Helden irgendwann ganz schön ballermatsch. Da. Ich glaube, das macht dir nichts aus den Raten. Muhahaha. So, wir haben den 6. Tag. Was? Das kann nicht stimmen, oder? Doch, 6. Und am 23. ist das. Sonnenaufgang. 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 Wow. Wow. Vorsichtig, vorsichtig. Dich auferwecken. Den Irrsinn bitte heilen von einer verrückten Elfe. Nee, da. Irrsinn heilen. Und bei den Ratten schlafen. 10. Okay. Einmal. Zweimal. Kein. 3. Mal. Einmal. Zweimal. Wo hat man hier eine bessere Idee? 4 Tage bis Freehaven. 19. Das könnte knapp werden, warte mal. Springen, Whitecap. 19. Sonnenaufgang. 20. Sonnenaufgang. 21. Einmal mit Essen schlafen. Sonnenaufgang. Ist auch wirklich 23. Ja. Gut. Du. Fliegen. Insel nördlich. Da. Hätten wir das auch erledigt, wenn das das Richtige war. Ja, sehr schön. Zeremonie der Sonne. Klick. Loretta Fleise nimmt telepathisch Kontakt mit dir auf. Willkommen zur Zeremonie der Sonne. Stelle dich in den Kreis des Lebens und schaue nach Norden, wenn die Schatten am kleinsten sind. Meditiere über diese Wahrheit. Geld ist alles. Du kannst keinen besseren Freund haben als Geld. Hab nur Spaß gemacht. Jetzt schließe deine Augen, meditiere im Zentrum der Welt, der Zeit und was auch immer. Und öffne deine Augen. Hiermit befördere ich alle anwesenden Druiden zu Großdruiden und alle übrigen Großdruiden ehrenhalber. Und sie verschwindet. Ja, das war eine sehr spirituelle Erfahrung. Zumal wir keine Druiden haben. Aber wir dürften Stufenaufstieg bekommen haben. Ja, ein. Schade. Na gut. Aber wenigstens eine Aufgabe abgehakt, das ist schon mal gut. Was haben wir noch so? Slick Silvertang. Das wäre wichtig. Buch der Litsche wäre auch wichtig, aber ist schwierig. Finde Prinz Nikolai ist einfach nur nervtötend. Was wir allerdings machen können ist... Zurückspringen zu Burg Iron Fist. Wir haben September. Ich habe dich schon erwartet. September ist Elektro. Oh, und Elektro ist hier in Iron Fist. Raus. Ich glaube, ich war hier sogar... Au. Das tat weh. Da, glaube ich. Aber hatten wir hier nicht schon? Oder erinnere ich mich nur gerade, wie wir davor standen und nichts bekommen haben? Gucken wir einfach, ist ja gleich hier. Genau.
Permanenz in Elektroresistenz. Sehr gut. Mache ich ein Häkchen hinter. Zack. So, August, September. Oktober haben wir nicht. November haben wir nicht. Dezember haben wir nicht. Januar haben wir nicht. Februar haben wir erst wieder. Das wäre Intelligenz in Mist. Ha. Na gut. Haben wir noch ein interessantes Leuchtfeuer in der Nähe? Zum Beispiel Sumpf der Verdammten. Nein, haben wir nicht. Dann fliegen wir zurück zum Orakel und setzen da ein neues Leuchtfeuer, weil das jetzige hält nur noch einen Monat. Und ein Monat geht schneller vorbei, als man denkt. Du Leuchtfeuer setzen, Burg Eilenfest. Und dann springst du uns bitte nach Freehaven. Von Freehaven aus gehen wir nach Süden. Wo war denn? Hier. Ja. Klick, klick. Dann müsste das andere aber auch wieder bestückt sein. Die hatten wir ja recht schnell hintereinander geprüft. Flupp. Huf. Ey. Au. Huf. Geh. Weg mit dir. Du wagst es, uns im Weg zu stehen. Du auch, ha? Huh? Tschüss. Also, wir wollten zum Sumpf der Verdammten. Und lassen uns ja nicht von diesem Pöbel aufhalten. Wir können Titanen töten. Und suchen da den Zwerg. Damit wir endlich Axtmeister werden. Weg mit euch. Er lebt hier immer noch. Also eine größenwahnsinnige Gruppe zu erpehen macht echt Laune. Sumpf der Verdammten. Du fliegen. Ne, da ist das Dorf. Nein, keine Harpien. Die Harpien können selbst einer größenwahnsinnigen Gruppe, die über Leben und Tod befehligt, nervig werden durch ihren Verfluchen. Auch wenn wir das Ganze ein wenig in unsere Wege leiten können durch richtige Buffs. Es müsste Schutz vor Magie sein, was die das Verfluchen abhält. Und ich fliege vollkommen falsch, hm? Ja. So, und hier am Nordende der Stadt soll ein Zwerg sich niedergelassen haben. Hier. Suchauftrag. Der König der Zwerge Snergel hat Rocklin im Kampf um die Führung der Zwerge gestürzt. Rocklin ist jetzt im Exil und Snergel hat die Macht. Die meisten Zwerge mögen Snergel nicht besonders und würden lieber Rocklin als Führer haben. Aber Snergel hat sich sowohl Rocklins Höhlen als auch die größte Eisenmine der Zwerge unter den Nagel gerissen. Snergel, der Angst vor Verrat hat, hat mich aus seiner Position als Waffenmeister der Zwerge entfernen lassen. Wir brauchen jemanden, der Snergel die Macht wieder entreißt. Ich würde sogar Menschen beibringen, wie ein Zwerg mit der Axt zu kämpfen, falls nötig, wenn du mir hilfst. Bitteschön. Ah, so ein Tag. Jetzt, dass Snergel aus dem Weg ist, müssen wir nur Rocklin finden und ihn wieder auf den Thron setzen. Ewiger Trank, Dank. Ewiger Trank gebührt mir auch. Ewiger Dank gebührt dir und alle Zwerge schulden die Ergebenheit. Meister der Axt. Okay. Endlich. Dankeschön. Hat ja auch lange genug gedauert. So, Meister der Axt 14. Jetzt müsste er ordentlich Schaden machen. 58 bis 68. Gucken wir mal. Klick. 59 bis 69. Ein Minimum und ein Maximum Schaden. Pro 15, 16 Skillpunkte, die wir raufschmeißen. Ist nicht ganz so viel, hm? Ah, echt schade, dass es keinen Waffenexperten-Skill gibt, wie im siebten Teil. Aber na gut. Erholungseinbüße eliminiert. Reparieren ist Max. Kondition braucht er nicht wirklich. Wir könnten Lernen steigern. 10 Punkte bei Lernfähigkeit auf der Stufe Meister, ein Bonus von 39% aller erreichten Erfahrungspunkte. Diese Fähigkeit reduziert Erholzeit. Oh, stimmt. Jeden Punkt, den wir in Schwert und oder Äxte setzen, ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, wenn man zwei verschiedene Waffen in der Hand hat,
erhöht auch die Schlaggeschwindigkeit. Angriff 44. Mal gucken, was jetzt passiert. 45. Schaden erhöht sich allerdings nicht. Okay, also wenn Axt irgendwann zu teuer wird, was eigentlich jetzt schon der Fall ist, könnten wir auf Schwert ausweichen, um wenigstens noch die Angriffsboni und die Schlaggeschwindigkeit zu erhöhen. Und Lernen auf 10 bringen. Das sind 10 plus 9 plus 8 plus 7 plus 6 plus 5. Skillpunkte. Das ist eine Menge. 40 rum. Wow, geht. Wir können sie erstmal auf Experte bringen. Und du erhöhst nochmal Axt. So. 60 bis 70. Das sieht schön gerade aus. Du. Du brauchst noch tierisch viele Punkte. Ich hätte dir die Hufeisen geben sollen. Warte mal, du hast ja ein paar. Hier und da und da und da und das war's, glaube ich. Jo. Also, du brauchst nämlich Meditation, du brauchst Luft und Wasser, du brauchst Bogen und Speer und Kette. Obwohl, Kettenmeister, ne? Wollten wir auch werden. Speer, Rüstungsklasse, Angriffsbonus und Angriffsschaden. Nicht die Schlaggeschwindigkeit. Das ist okay. Aber ja, Speer, Speer. Lernen. Lernen. Du hast aber jetzt die Stufenaufstieg, ne? Oh, die anderen auch. Sehr gut. Weg mit euch. Weg mit euch ein. Oh, lebst du noch? Ich habe gerade die Welt untergehen lassen. Wir leben noch ganz schön viele. Jetzt tot. Nö. Fallen nur alle vom Himmel. Also irgendwie ist Armageddon... Ja, voller Lebenspunkte. Das kann nicht sein. Also bei bestimmten Zuständen, also wenn sie in der Luft sind oder so, kriegen die anscheinend gar keinen Schaden. Aus die Maus. Es kommen noch mehr. Weg, 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 weg. Du entfluch bitte sie. Und du spring uns bitte zu unserem Lieblingslehrer nach Freehaven. Da. Ausbildung, 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 Ausbildung. Und nur noch 2500 mehr. Schick. Das heißt, du kannst jetzt lernen, Experte werden. Du kannst Schatten weiter erhöhen. Die Meisterlehrer sollten wir jetzt mal angehen. Also Meister Leder und Meister Kette. Meister Eder. Speer. Speermeister brauchen wir auch noch. So. So. Also du. Leuchtfeuer. Zurückspringen. Burg Ironfist. Dann gehen wir jetzt zu dem Lederexperten, fragen ihn, wo der Meister war. Auch wenn er uns das schon zwei, dreimal gesagt hat. Da muss ich auch komisch vorkommen. Kommt so eine Gruppe aus Helden in Lumpen und rostigen Klingen an, fragt, wo ist der Meister der Lederrüstung? Obwohl sie noch nicht mehr Experte sind. Und dann gehen sie wieder. Zwei, drei Monate später kommt dieselbe Heldengruppe wieder, in einigermaßen besser aussehender Rüstung, und fragt, wo ist der Meister der Lederausrüstung? Kriegt eine Antwort und verschwindet wieder. Und jetzt stehen hier so eine vier Halbgötter vor ihm und fragen dieselbe Frage. Hallo, wie geht's? Wo ist Arlen Sailor? In der Nähe von Burg Stone. Moment mal. Burg Stone. Das hatten wir doch schon mal gemacht, oder? Oder hat... Ja, ich glaube, ich hatte es schon mal vorgehabt. Wurde dann aber durch irgendwas abgelenkt. Okay, nicht ablenken lassen, Gerogon. Wir fliegen jetzt zu dieser Burg. Gucken, wie die heißt. Wenn es da nicht ist, fliegen wir zu der anderen Burg hier im Gebiet. Halt, wer ist da? Eine Stromgarde. Burg Stromgarde, das ist nicht Burg Storm. Sind hier trotzdem irgendwelche Häuser drauf? Schön, dass du da bist.
Meister Diplomatie. Ein Hofschneider. Schön, dass du da bist. Und ein Arbeiter mit sehr komischer Kleidung. Nee, also das ist nicht Burg Stone. Weg damit. So, ist hier Burg Stone.